Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn! Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Fickt euch. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacificer gefickt hat. Also ist er nicht tot. Hab die Missgeburt! Du bist tot. Ja, sie fertig mich! Gib alles! Ja! Oh! Fuerte, cabrón! Oh! Noch einer hier? Gott. Hör da! Wir sind abgeschnitten! Schnapp dir den Bot und den Kontrollsplitter! Schnell! Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ja. Aber erstmal alles plündern hier. So, guck, da haben wir noch eine Waffe bekommen. Gucken wir uns gleich direkt mal an. So, dann schauen wir uns hier nochmal um. Da geht eine Leiter hoch. Okay. So, dann wollen wir mal eine Runde scannen. Computer. So. Das ist der Flat Heat. Nehmen wir hab alles. Mit. Bord und Steuerung. Dann lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Ja, wir gehen gleich. Jetzt lass uns hier verschwinden. Ich sehne mich nach Frischluft. Ich will aber erst alles mitnehmen hier und mich nochmal genauer umgucken. Das ist ja hier noch irgendwo was Interessantes. Was ist das für eine Tür? Können wir die öffnen? Ah, guckt an, ein Hinterzimmer. So. Gibt es doch noch ein paar interessante Sachen. Gibt es hier auch noch was? So, was haben wir denn hier? Gibt es bestimmt noch ein paar interessante Informationen. Ne? Nachrichten 5. Ja, die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Ich klicke die mal eben durch. Wen es interessiert, der kann sich das ja dann alles in Ruhe durchlesen. So. Na gut, da steht nicht viel drin. Ich weiß, dass du gehst. Ich weiß, du gehst mir aus dem Weg. Wir müssen uns treffen. Voice, Anblick, okay. Produktionsebene. Ich weiß, was du hinter meinem Rücken machst. Diesmal kommst du damit durch, aber versuch den Scheiß nochmal und du bist am Arsch. Brick. Ich werde es jetzt, glaube ich, doch vorlesen, wenn es nicht so lange Texte sind. So, große Sache von Royce an Brick. Brick, das ist eine verdammt große Sache. Trommel die Jungs zusammen. Alle, ich warte in der Produktionsebene. Okay, das lese ich nicht vor. Das ist jetzt ein bisschen länger. Und hier haben wir auch noch mal, ja. So, gut. Dann haben wir noch mal zwei Dateien. Militech-Ausrüstung. Die Afterlife-Schlampe. Dex DeShawn, wenn seine Geldbörse so fett ist wie sein Arsch. Mr. Hans, momentan keine Kontaktnummer. Ich hatte Kontonummer erst gelesen. Kontaktnummer. Voodoo Boys. Militech wichtig. An alle. Verbindungsmann nicht kontaktieren. Kacke am Dampfen. Ja, das könnte er laut sagen. Kacke am Dampfen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Achso, mit C. So. Jo, dann wollen wir mal weiter. Gucken, was uns jetzt. Hier ist hier noch irgendwas in den Schränken. Da ist noch ein Rolltor. Da liegt noch ein Splitter. So, aber ich glaube, da können wir. Aber hier ist noch ein Rolltor, da können wir aber nichts mehr machen, ne? Ich glaube, das Rolltor konnte man öffnen. Hier müsste dann auch irgendwo. Jackie!
Ist er schon abgehauen? Ja, war nicht gut. Ach, da oben wartet auf mich. Ja, ich will aber noch mal eben schnell im Inventar gucken. Oh, wir können auch Charakter, Attributspunkte verteilen und Vorteilspunkte. Ach ja. Warum mit den Attributspunkten? Da bin ich mir einfach noch nicht so wirklich sicher. In welche Intelligenz? Wobei, ja, dieses Breach-Protokoll und Quick-Hacks, das werde ich nicht so oft benutzen. Das brauchen wir nicht. Ninjitsu, Kampfmaschine, Coolness. Ja, das bräuchten wir aber für die Nahkämpfe, ne? Für die Boxkämpfe wäre da nicht verkehrt. Wir da natürlich noch ein bisschen besser werden. Resistenzen werden erhöht, kritischer Schaden. Schaden im Stilmodus wird um 10% erhöht. Gegner entdecken dich im Stilmodus, langsamer Dauer. Ja, ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Ich würde sagen. Nochmal zurück. Ich wollte doch hier Punkte reinpacken. Ich würde sagen, das killen wir auch noch mal was rein. So. Und was haben wir denn hier? Verbessert die Fähigkeit, dich an Gegnern vorbeizuschleichen und sie lautlos auszuschalten. Ninjitsu. Okay. Ja, das ist gar nicht verkehrt, ne? Die könnte man eigentlich mal lernen. Ein bisschen schleichen, sonst die anderen Sachen brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ne? Still und tödlich erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern. Ja, das kann man sich später nochmal überlegen. Hidden Dragon ermöglicht dir nicht tödliche Takedowns aus der Luft. Ja, aber das ist alles so mehr so die Schleichstil. Kampfmaschine interessiert mich eigentlich viel mehr, wenn das was mit dem Faustkampf zu tun hat. So, was haben wir denn hier? Erhöht alle Resistenzen um 3 pro Stack. Kampfmaschine. Nachdem du einen Gegner neutralisiert hast, erhältst du 7 Sekunden lang Kampfmaschine. Okay, nee, ist auch nicht passiv. Während Kampfmaschine aktiv ist, erhöht sich der Schaden mit Nahkampfwaffen um 5%. Mit Nahkampfwaffen. Die Frage ist, zählt das Schwert auch dazu? Oder müsste ich ja Kampfmaschine hier oben auch lernen? Nee. So. Die gehen wir dann, glaube ich, hier besser in Reflexe, ne? War Nahkampf. Anfeuerwaffen wäre aber auch nicht verkehrt, die jetzt am Anfang ein bisschen zu trainieren. Was haben wir denn hier? Erhöht die kritische Trefferchance mit Pistolen und Revolvern. Verringert die Nachladezeit von Pistolen und Revolvern. Erhöht den Schadensmultiplikator für Kopfschüsse mit Pistolen und Revolvern um 5%. Und hier erhöht den Schaden mit Pistolen und Revolvern um 3%. Ja, das ist ja eigentlich schon mal gar nicht so verkehrt, ne? Ich meine, ich will mich jetzt nicht so auf die Handfeuerwaffen spezialisieren, aber ein bisschen mehr Schaden ist natürlich nicht verkehrt. Ja. Gut, dann haben wir die Skillpunkte verteilt. Dann wollte ich noch mal im Inventar gucken. Wir haben hier was neu. Achso, nee. Ein Schwert behalten wir natürlich. Haben wir hier irgendwas, was besser ist? Ja. Boah, der macht 94, der hat aber nur 6 Schuss oder so, ne, in der Trommel. Die macht schon mal 96. Ja gut, wir könnten ja auch Maschinengewehr nehmen. Ich glaube, ich nehme hier den Revolver, oder? Der macht ordentlich Bums. Bei die Pistole hier, Handfeuerwaffe, macht noch mehr Schaden, ne? Aber die hat Perks, ne? So, die macht 57. Die macht 95. Macht gar nicht so viel weniger Schaden, aber macht noch physischen Schaden. Plus 4 Aufladezeit. Auflademultiplikator, was das auch immer heißen soll. Ah, kann aufgeladen werden. Ah, okay.
Plus 3 Chance auf Bluten, Kopfschuss-Schadensmultiplikator. Und der hatte Kopfschuss-Multiplikator, physischer Schaden. Ich glaube, dann nehmen wir doch lieber die, ne? Ja, wir nehmen die Waffe. So. Kann ich dann, achso, das sind 2 Aufsätze. Habe ich noch Aufsätze? Habe ich keine. Gut. Hier haben wir noch was. Ach ja, wir ziehen mal die Weste an. Dann haben wir ein bisschen besser gepanzert. Da sind auch Mods drin. Verringert den Schaden vom Schaden beim Blocken. Okay. Verringert Ausdauerkosten beim Angreifen. Gut. Sonst haben wir nichts mehr, ne? Ja, ich würde sagen, dann gehen wir in den Kampf. Dann sind wir gut gerüstet. Durchgeladen. Jawohl. So. Und die Leiter hier rauf. Ah, Katana ist auch bereit. Gut. Was? Bulle Feo, das Fleisch? Ach, ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Weg? Nee, anscheinend nicht. So. So, benutzen. Was haben wir denn hier? Nachrichten. Dringend Marketing. Okay. So, einmal schnell durchgehen. Ah, C. Ich drücke mal Escape. Ich will immer mit Escape abbrechen, irgendwie. Passiert mir fast bei jedem Spiel. Ja. So, hier geht's hoch, ne? Oh, da liegt auch noch Stim. Werden wir bestimmt auch ein paar von brauchen. So. Oh, ein Glück, es bewegt sich. Los. Haben wir noch? Ja, ja, da geht's lang. Können wir auch hier. So. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ist die Tür zu? Hab ich irgendwas? Ach, nee, doch, hier. Hier geht's lang, jawohl. Jetzt geht's hier runter. Haben das Revier im Blick? Ladies and Gentlemen, Jackie Wells! So, wollen wir mal gucken. Aua, Jackie. Der rennt hier einfach so vor. Alter. Okay, ich glaube, ich nehme meine Nahkampfwaffe. Da geht's am besten mit. Ah, Kacke. Das ist unsere Chance. Oh, ich glaube, ich muss mal einen Stim nehmen, ne? X war das. Da kommt einer. Wo ist er? Da. Kommen Sie! Nicht mehr lange! So, mal in den Deckung gehen. So, wir schauen uns hier nachher um. Erstmal alle Gegner zerlegen. Haben wir alle? So. Ich glaube, hier haben wir alle. Mal scannen. Da ist auch noch eine Tür. Hier ist nichts. Ich habe hier gerade irgendwo was Rotes gesehen. Da ist noch einer. Nee, eine rote Flasche, okay. Na los, Motherfucker! Tanzen wir! Ah, du lebst noch? Jetzt aber nicht mehr.
da geht's weiter. Gut, dann schauen wir uns jetzt hier erst noch eben schnell um. So, das sind die Kameras, die uns sehen. Ja, jetzt ist sowieso egal, ist sowieso schon Alarm. Oh, da ist jemand eingesperrt. Hey, hier drüben, helf mir mal! Oh, Mierda, den kenne ich, das ist Brick. Ah, das ist der alte Boss. Was willst du machen? Ja, was können wir denn machen? Wir können hier einen Code eingeben, aber den wissen wir nicht. Aber vielleicht entfinden wir den ja hier. Hier ist nichts mehr, ne? Nehmen wir mal hier weiter. Was ist das denn? Das ist der Code. Aufheben. Zünder. A. Okay, das kann ich mal. Scharf. Der Zünder ist scharf. Sprengen, entschärfen. Ich habe so eine blöde Vermutung. Ich entschärfe den mal. So. Wir haben die Falle zerlegt. Weil ich glaube, wenn wir die den Sprengsatz oder die Fernbedienung hier ausgelöst hätten, ich glaube, dann wäre er hier in die Luft geflogen. So, da geht's weiter. Da unten. Er öffnen. So. Vielleicht finden wir ja hier F benutzen. Vielleicht finden wir ja hier einen Code. Lokales Netzwerk. So, ausschalten. Remote Übernahme. Ah, okay. Ja, da hätten wir natürlich vorher schon mal machen können. So, nächste Kamera. Können, ob hier noch irgendwo Typen sind. Glaube nicht, ne? Kann ja auch scannen. Nee, hier haben wir schon erledigt. Hier könnten noch welche sein, oder? Nee, die haben wir auch erledigt. Und da sind wir wieder am Anfang, oder? Ja. So, Dateien. So, Notizen vom... Notizen von Präsentation. Okay. Steht hier irgendwo ein Code drin? Nee. Nachrichten. Dringend. Marketing. So, ist hier irgendwo ein Code drin? Ich achte jetzt einfach nur darauf, ob hier irgendwo ein Code drin steht. Nein. Da, der Code ist 9691. Den haben wir gewollt. 9691. Oh, so geht das. Ah, ich dachte. Löschen. Hallo. Ja, noch genau die Tasten treffen hier. Nicht 0. So. 9, 6. Na, sollst du das Schwert nehmen? Also das ist ja ein bisschen blöd gemacht hier. 9, 6, 9, 1. Jawohl, Tür ist offen. Gott, das war eine verdammte Ewigkeit. Ja, ja. Warst du lange da drin? Tage vielleicht. Ein paar loyale Typen haben mir was zugeschmuggelt, wollten helfen. Royce hat sie in den Trockner gesteckt und mich zugucken lassen. Sind irgendwie deinetwegen hier. Tag abholen, die Dex von dir gekauft hat. Solltet ihr mich befreien? Nö. Nur den Bot abholen. Das klingt nach Dex. Sieht aus, als hätten wir deine Haut gerettet. Hombre, du schuldest uns was. Mach mal langsam, okay? Ich kümmere mich drum, aber gerade ist es echt schlecht. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich daran erinnern. Ja, ich glaube, wir haben einen neuen Freund gefunden.
Hoffe ich. So, können wir hier noch was mitnehmen? Und du kommst sicher klar? Das ist mein Zuhause. Mach dir keinen Kopf. Oh. Ach Mist, so. Weiter im Text. Da waren wir drin, ne? Dann geht's hier unten, glaube ich, weiter. Nachladen nicht vergessen. Achtung, B. Denk nach, ihr Vollpfosten! Magazin ist leer! In Position! Ja! Ah. Oh! Getroffen! Sterb! Gefickt, das weißt du! Ja, noch mit dem Patch sind die Gegner auch ein bisschen intelligenter geworden. Die Gegner. Ah. Oh. Alter, ah. Ich komm mit der Waffe, komm ich nicht klar. Ey. Ja! Oh! Oh! Irgendwie schießt sie nicht direkt. So. Noch mehr? Da oben ist noch einer. Los mit lustig! Das ist komisch, die Waffe schießt immer erst, wenn ich die Maustaste loslasse. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Vorsicht! So, wahrscheinlich, weil ich die aufladen kann. Ah, ja, genau. Deshalb. Was? Ach, da hinten ist noch einer. So will ich das sehen. Eine Muni mehr oder schon? So, das war's. Da ist hier noch einer. Nee, ich glaube, hier ist keiner mehr. Dann nehmen wir erstmal alles mit. Ich glaube, dann ist hier auch nichts wirklich Wichtiges mehr. Ja, hier ist so ein bisschen Web. So, ja, ja. Ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? Munition, das ist gut. Da werde ich viel von brauchen. Verstecken! Soll mich verstecken? Ist hier denn wieder irgendwo einer? Da unten ist noch was. Okay, da kommen wir. Da, ne? So, aber irgendwas ist doch hier unten gewesen, oder? Da. Fleischsack, na ja gut. So, dann können wir jetzt hier hoch. Ja, ich nehme noch mal lieber einen Stim vorsichtshalber, einmal voll machen. Wir haben genug davon. So. Achtung, die sehen uns sonst. Ach, du könntest die Kamera ausschießen. Aber es müsste doch eigentlich gehen, ne? Wenn ich treffe. Ah, so. Saubere Nummer. So, dann machen wir hier die Tür auf. Nochmal langsam vorarbeiten hier. Jackie, geh doch mal zur Seite. Wie soll man denn hier durchschleichen, wenn du einen immer vor dem vor einem rumrennst hier? Lager.
an. Nicht weißt mehr du, wenn Jackie jetzt dabei ist, ist wohl nichts mit Schleichen. Ja komm, mach du sie fertig. Weich Mumi. Ich kann mit der Waffe nicht schießen. Das irritiert mich voll, dass die erst schießt, wenn ich die Maustaste loslasse. Alter! Ich hab die Schnauze voll. Wo ist mein Schwert? Attacke! Angriff ist immer noch die beste Verteidigung hier. Bin noch einer? Da ist noch einer. Der Fahrer schläft nicht. Eine. Ist bestimmt irgendwo ein Netrunner. Aber wo? Da ist noch einer. Hinten, ja, der hat mich im Visier. Auf sie, Mano! Ja, von hier kommen wir nicht dran, ne, an den Netrunner. Der ist hier auf der anderen Seite. Da müssen wir hier durch rum. Oh. Ah, der Sound. Der kommt hier über die Kameras. So. Noch irgendwo eine Kamera. Da oben ist noch eine. Zeig dir echte Schmerzen. Ja, dann wollen wir ja mal sehen, wer hier wen echte Schmerzen zeigt. So. Ich finde dich, Ficker. Saubere Nummer. Hier hinten noch irgendwas? Nee, ne? Ist der. Da ist der. Keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Kapier endlich! So, ich glaube, das war's. Dreckige Penner. Ja, das müsste es gewesen sein. Auf jeden Fall in diesem Raum hier. Ja, durch die Tür gehen wir noch nicht. So, alles einsammeln. War hier noch was? Oh, ist ganz schön dunkel. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. So, dann machen wir uns noch mal voll. Sicher ist sicher. Und ich wechsle noch mal eben die Waffe. Inventar, die Waffe. Die gefällt mir nicht, die mag ich nicht. Dann nehme ich doch lieber meinen Revolver hier, aber der macht weniger Schaden, ne? Ach komm, dann nehmen wir erst, was haben wir denn hier? 95er, das ist Sportflinte, die macht 95, dann nehmen wir jetzt nochmal Schnellfeuergewehr hier erstmal. So, ich nehme mal die, dann zeigt er mir doch die nächstbesseren an, so. Ich glaube dann, ja, die Sportflinte, die ist auch noch besser. Die macht 147. Power-Sportflinte. Die könnte ich ja mal auf die 3 packen. So. Und so. Waffen alle durchladen. So. Nicht mehr weit jetzt, Lisse. Wir haben das Revier im Blick. Vorsichtig! Ach Mist, die haben mich schon gesehen. Gleich. Halt! Da!
runter hier. So. Wer mich sucht, der findet, Cabrones! Granaten. Komm mal her. Da hinten raus. Schluss mit lustig! Wo ist er? Jetzt lassen Sie verschwinden. Ich seh mich nach Frischluft. Ja, ja. Wir können sofort verschwinden. Kommt man gar nicht überall dran, das ist so nervig. Gut. Egal. Haben wir sonst noch hier? Haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was, ne? Munition. Munition ist immer wichtig. So. Da hinten liegt noch was. Gut. Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Was haben wir denn hier noch? Komm schon, wir. Lass uns verschwinden. Ah, Militech. Die haben diese Teile überall rumfliegen. Hinter dem Tor. Da können wir reden. Ja, scheinbar wohl geschafft zu haben. Aber ich meine, da gab es doch früher mal einen Endboss, ne? Seit wann ist der denn weg? Zusammenarbeit mit Maelstrom? Kann nie gut enden, was? Ach nee, das ist... Sieht aus, als hättet ihr zwei Glück gehabt. Keine Ahnung. Ich meine, da gab es mal früher einen Endboss. Keine Ahnung, wieso der jetzt nicht da war. Oder habe ich, weil ich den Dings, nicht den Briggs, den anderen am Anfang schon gekillt habe, das wäre gar nicht der sonst der Endboss gewesen wäre. Das kann natürlich auch sein. Was ist mit Stout passiert? Sie hat auf die Falschen gesetzt. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ganz einfach. Kurz gesagt, du wirst sie nie wiedersehen. Und du? Warum bist du hier? Nun, muss immer noch herausfinden, wer der Informant ist. Hab gehofft, die Maelstromer könnten Licht ins Dunkel bringen. Aha. Glaube ich kaum. Leichen sind etwas mundfaul. Du würdest dich wundern. Ich bin mir sicher, ich finde was. War mir ein Vergnügen. Ja, mir auch. Dürfen wir den Chip jetzt behalten? Wir haben ja noch den einen Chip, ne, mit den 10.000 Eddies. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Was passiert denn jetzt mit den... Ja, ich auch nicht. Wir sind ein gutes Team. Wir sind ein gutes Team, Jack. Das glaube ich auch. Ich bereue es jedenfalls nicht, mein Leben umgekrempelt zu haben. Das ist der süße Geschmack des Erfolgs, mein Freund. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Dann triff mich im Afterlife zum Feiern. Hey, luego, wie? Machen wir. So, also Dex Bescheid sagen. Der ruft auch schon an. Wie passend. Wie sieht's aus, Mr. V? Ab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war es scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Wie haben sie an? Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Also hast du den Flathead mit Konzerngeld bezahlt? Nein. Dachte mir, dass ich die Eddies selbst gebrauchen kann. Hab mir nur den Bot geschnappt. Einfach so? Nicht einfach so. Mit ein bisschen Gewalt. Du hast echt Eier, Mr. V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V.